Riesenapplaus für Vivian! Ja, Frauen und Technik. Ich freue mich hier zu sein und ich muss der guten Stimmung leider einen Dämpfer verpassen. Also mein Text beinhaltet ein Thema, was in der Gesellschaft leider tabu ist und das ist Demenz. Ein afrikanisches Sprichwort sagt, wenn ein alter Mensch stirbt, ist es, als würde eine Bibliothek abbrennen. Nicht ganz, nicht immer muss der Mensch dafür sterben. Manchmal reichen schon Krankheiten, die einen vergessen lassen, sei es Amnesie oder Demenz. Die Vergangenheit verschwindet und das, was einen ausmacht, ist nicht mehr da. Zerplatzt wie eine Seifenblase, die perfekte Illusion. Man wird ein anderer Mensch. Als ich klein war, verstand keiner, fragte niemand, war es normal. Das Alter ist es bloß, da darf man doch vergessen. Jetzt wissen wir alle, es war und ist nicht normal. Verlaufen. Den Weg bist du tausend und einmal gegangen. Kennst ihn im Schlaf, kennst ihn in- und auswendig. Hast dich noch nie verlaufen. Aber einmal ist immer das erste Mal. Das kann schon passieren. Du hast wohl einfach bloß geträumt. Wie oft passiert uns das denn, dass wir einfach unachtsam sind, weil wir geträumt haben? Portemonnaie verlegt. Ach, wie oft habe ich schon Dinge verlegt und gefühlt stundenlang danach gesucht. Letztendlich habe ich sie immer wieder gefunden. Doch du hast bei uns angerufen, warst verzweifelt, weil du dein Portemonnaie nicht gefunden hast. Und wir sind losgefahren jedes Mal, haben es immer wieder gefunden. Es wurde erst kurios, als du uns die Entwarnung gegeben hast. Und die Antwort auf die Frage, wo du es denn liegen hattest, dort, wo ich es immer hinlege, war. Ob du da denn nicht zuerst geschaut hattest? Deine Antwort war, ich weiß es nicht. Aber wahrscheinlich nicht, obwohl es logisch gewesen wäre. Geburtstag vergessen. Nicht tragisch, jedem kann das passieren, auch dir. Obwohl du jedes, wirklich jedes Jahr daran gedacht hast und uns besucht hast, weil es dir wichtig war. Aber den Geburtstag einmal vergessen ist wirklich nicht schlimm und ich empfand es als nicht schlimm. Erst als du mir zweimal gratuliert hast, zweimal in einem Jahr, im Abstand von 2 Monaten. Es ist schon etwas her, aber ich weiß noch unsere Worte. Mama, hallo, was machst du denn hier? Du, ich bin doch wegen meiner Kleinen da. Herzlichen Glückwunsch, Vivian. Danke, aber ich hatte vor 2 Monaten Geburtstag. Ist aber wirklich nicht schlimm. Ich nehme auch gerne noch ein zweites Geschenk. Und du dachtest nach und sagtest, habe ich dir denn wenigstens da gratuliert? Und aus meinem Kindermund entsprang, natürlich, als ob du meinen Geburtstag jemals vergessen würdest. Da sah ich sie, diese eine Träne in deinem Augenwinkel. Irgendwann war es nicht bloß das Alter. Irgendwann konnte man es nicht mehr leugnen. Du hattest dich verändert und konntest es so gut überspielen. Ich weiß noch, so viel hatten wir nicht mitbekommen. Den Gasherd hattest du manchmal vergessen auszudrehen. Lottoscheine löstest du 10-mal am Tage ein. Brillen hattest du verloren. Von außen betrachtet wirkte alles normal. Doch die kleinen Momente ließen es erahnen. Ich weiß noch, wie es mir erzählt wurde. Wir saßen auf dem Bett. Ich wurde in den Arm genommen. Er hat Demenz. Es wird stetig schlechter werden und es kann sein, dass er uns später nicht mehr wiedererkennt. Und wir haben zusammen geweint. Doch ich antwortete bloß, ach Quatsch, das glaube ich nicht. Er würde uns nie vergessen. Und wenn, dann dauert das noch ewig. Doch der Blick in die Augen meines Gegenübers verriet mir die Wahrheit. Es war die Wahrheit. Es wurde schlechter mit dir. Und wenn du vergaßt und du es mitbekamst, dann war der Blick in deine Augen Schmerz für die Seele. Man sah die bloße Traurigkeit, dieses Entsetzen, dass du das Vergessen nicht verhindern kannst. Eines Tages kam der Tag, der niemals kommen sollte. Diese eine Frage, direkt nachdem wir dich begrüßt haben. Und wo sind meine Kleinen? Hier. Hier sind wir. Direkt neben dir. Keine Resonanz. Wir waren da doch nicht für dich.
Es war Gott sei Dank nicht so oft, denn diesen Schmerz vergisst man nicht. Es wurde schlimmer, doch es gibt immer wieder diese Hochs, in denen du uns erkennst und glücklich aussiehst. Du hast manchmal ein Lächeln auf den Lippen. Wir können zusammen lachen und dir Geschichten erzählen. Ich weiß, dass das, was ich dann sage, bei dir ankommt und du es verstehst. Du möchtest wissen, was die Schule macht und wie es uns geht. Mein Herz blüht auf, wenn ich dich so sehe. Doch es ist schmerzhaft, dich manchmal leiden zu sehen. In den Momenten, wo du begreifst, dass du vergessen hast. Denn nicht du vergisst, sondern die Krankheit macht all die Erinnerungen zunichte. Und tief in deinem Inneren ist noch alles das, was uns verbindet, wenn auch manchmal von einem Schleier bedeckt. Doch ich erinnere mich zurück an das, was du für mich getan hast, wie viel Spaß wir doch immer hatten. Es war die schönste Zeit. Ich danke dir und bin dir nicht böse. Ganz im Gegenteil, ich habe dich dermaßen lieb. Dankeschön. Vivian!